you need is love. Rap-a-pa-pa-pa. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Es ist wirklich eine wunderbare Sache, einer schönen Frau ins Gesicht zu schauen. Gerade für mich, der so eine große Vorliebe zur Liebe hat. Ich habe gerade vor 2 Tagen an einem Balkon ein junges Weibchen gesehen. Sehr schön. Und wenn ich ihre Gunst für 2 Stunden haben könnte, wäre ich sogar bereit, ihr eine große Gabe zu geben. Aber wenn mir Sunny nicht hilft, er, den ich gesehen habe, wie er schon ein paar Mal zu ihr gegangen ist, dann weiß ich nicht, wie ich es anstellen soll. Ich werde ihn rufen und mit ihm sprechen. Sunny! Mein Herr! Komm doch bitte einen Moment her, lieber Sunny. Ich? Ja, du. Ich persönlich? Ja, du persönlich. Ich persönlich in Person? Ja, du persönlich in Person. Ihr meint, ich persönlich in Person. Mehr oder weniger gegebenenfalls, eventuell rein zufällig, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, ich selbst. Ja, ich meine, du persönlich in Person. Ganz oder gar zufällig, gegebenenfalls, eventuell, mit großer Wahrscheinlichkeit, du selbst. Ach, komm her! Der Teufel soll ich holen. Ja, ja. Da bin ich, mein Herr. Da bin ich, mein Herr, ja, Entschuldigung, ja. Ich will dir etwas sagen. Ja. Aber du musst versprechen, dass du es absolut niemandem verrätst. Psst. Ah ja, keine Sorge, mein Herr, ich bin schweigsam wie ein Grab. Lieber Sunny, ich muss dir sagen, ich bin verliebt. Ihr? Ja, ich. Ihr seid verliebt? Ja, ich bin verliebt, das habe ich doch gesagt, du Esel. Eines Mauleselzüchters. Du Idiot! Ja? Ich habe den Beweis. Ach so, ein Beweis. Ja, okay. Der Beweis ist, wenn sie da oben auf ihrem Balkon steht und ich vorbeigehe und ich sie heraufschaue, dann schaut sie mich zurück an. Und wenn ich sie anlächle, dann lächelt sie mich zurück an. Und wenn ich spucke, spuckt sie mich zurück an. Also, was willst du mehr? Ja, ich will gar nichts mehr, mein Herr. Was soll ich tun? Also, hör gut zu. Ich will, dass du zu ihr gehst und ihr von mir erzählst. Und dass du ihr dieses Sonett bringst, was ich heute Morgen aus Amore zu ihr komponiert habe. Ah, non c'è problema, signore. Sag mir, wer ist denn die süße Frau, die euch so liebt, hä? Das ist die da, die da in dem großen weißen Haus wohnt. In dem weißen Haus da! Oh, Dio Pericolo, oh, ihr seid in ganz großer Gefahr, mein Herr, ganz, ganz groß, ja. Was kriegst du da, du Holzkopf? Wieso soll ich in Gefahr sein? Ah ja, 4 Brüder, ja, 4 Mafiosi, Federico, Giovanni, Angelo und Giordano, ja, und die werden euch umbringen, die werden euch kleinhaxeln und dann werden sie eure Knochen zu Suskadenti machen und ping, ihr seid tot, oh, nee. Nicht erfahren. Ah, nein, das ist gefährlicher als die größte Gefahr. No, ciao. Jo, bitte mal. Tschüss. Sunny, komm zurück. Nein, ich gehe nach Hause. Ich denke nicht dran. Boah, Sunny, komm sofort hierher. Nein. Na gut, Sunny. Ich möchte, dass du einen schönen Gulden verdienst. Ein Gulden, ja? Einen schönen Goldgulden. Oh, mein Herr, ja, ihr wisst, ich stehe euch immer zur Verfügung, ja? Dann bringe das so nett. Erst den Gulden. Den werde ich euch nachher geben. Ich will ihn sehen. Später. Ciao. Oh, du Schmarotzer. Gut, hier ist der Gulden. Ah ja, danke. Sunny! Ja. Und hier ist das Sonett. Ah, si, grazie. Ciao. Sunny! Ja. Und pass auf, dass du ihr sagst, nur gut von mir sprichst. Ja, si, signore. Sunny! Ja! Und sag, dass ich großzügig bin. Si, signore. Ciao. Sunny! Ja, ja. Was machst du doch hier? Ja, ich
bisschen weiter nach vorne, Anja. Tre ore più tardi. Dieser Teufel zu tragen. Dieses faule Aas. Dieser Hurensohn. Scheißkerl. Der weiß, wie lange er mich noch auf eine Antwort warten lassen wird. In der Zeit hätte er Venedig schon in alle Richtungen dreimal durchqueren können. Oh, aber nur einer, der es schon erlebt hat, der weiß, wie schwer das Warten fällt. Besonders, wenn man verliebt ist. Amor, amor, amor. When the moon is your eyes like a big piece of mine, that's amore. La la la, it's your eyes, la la la, papa ba, that's amore. It's a ring, ding-a-ding-a-ding, ding-a-ding-a-ding, and you sing Isabella! Buonasera, signore! Wo bist du gewesen? Ah, ich bin dort gewesen, signore! Buone notizie! Wo dort? Ah, ja, bei eurer Liebsten, signore! Buonissime notizie! Ja, oh, ich hab mich von meiner besten Seite gezeigt, signore! Das weiß ich doch! Aber schnell! Ah, sie war sehr gewillt und sehr charmant, Signore. Ja, ja, das weiß ich doch. Aber was hat sie dir über mich gesagt? Oh, sie hat mir Käse angeboten, ja. Viele Sorten. Ja, Parmigiano, Stracchino, Pecorino. Viele Sorten, ja. So ein Unsinn. Was hat sie dir gesagt? Oh. Nett gegeben. Ah, oh, sie hat mir Wurst angeboten, auch, ja. Prosciutto, Portadella. Viele Sorten, ja. Was für ein Mann. Ja. Jetzt erzählen wir von dem Sohn weg! Oh, sie wollte es, Signore, sie wollte es. Was wollte sie? Oh, sie hat meine Hand genommen, ja, und sie wollte mir ihr Röschen zeigen. Was für ein Röschen? Ja, ja, ihr Röschen, und sie wollte, dass meine zwei Hummeln drauf landen. Was für Hummeln, was für Röschen? Ja, ja, ihr Röschen da unten beim Hügel, ja, und sie wollte, dass meine zwei Hummeln, ja, so drauf landen. Der Teufel, war schon! Jetzt erklären wir eigentlich, was sie dir für mich gesagt hat. Oh ja, sie hat sehr viel gelacht, Signore. Sehr, ha, oh no, ha, ha. Und sie hat gesagt, dass sie mich ganz gerne noch die Wolle Tante werden, ja. Und ja, und dann hat sie gesagt, ich soll schnell wiederkommen, damit sie mir auch ihre Torte geben kann. Oh, oh Gott, ja. Diesen Wahnsinn hält ja kaum einer aus. Jetzt sagen wir endlich ja oder nein, was sie dir in meiner Sache gesagt hat. In eurer Sache? Ja, was hat sie dir über mich gesagt? Über sie? Nee, gar nichts. Und was hast du ihr über mich gesagt? Oh, Dio Santo, no. Scheiße, scheiße. Das habe ich vergessen. Don dimenticato, Signore. Aber hast du ihr wenigstens das so nett gegeben? Ja, ich hab's vergessen. Lo dimenticato, eh. Und was hast du damit gemacht? Oh, eccolo qui, Signore, hier. Warum ist es denn so zerknittert? Ah, perché per amore per il mio signore ho comprato una ringa, eh? E l'ho impaccata qui dentro così. Ecco qua. Oh, die ist stinkt! Du hast mich schon hier! Ah, was? Nein, signore, guck mal, mein Messer e poi abkratzen und dann kommen nur auf. Ecco qua, eh? Schneide deinen Hals mit einem Pfeil ab! Ah!